So, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 20 Volta Karriere. Wir begeben uns einfach mal zum Fähigkeitsbaum und gucken einfach mal, was wir hier so holen können. Ich glaube, ich bleibe einfach mal Stürmer. Ja, Kurzpässe müssen sie auf jeden Fall verbessert werden und die Übersicht. Nun gut. Nun gut. Kurzpässe Übersicht werden verbessert, wurden verbessert und wir begeben uns einfach mal hier zu dem J10 Challenge Spiel. Okay. So werden wir spielen. Gut. Ja, und die Golden Stars Hose, die hätte ich schon gerne. Oder die Punk Hose. Die ist auch ziemlich interessant. Aber dazu müssen wir drei Spiele gewinnen und drei Tore mit einem Stürmer vorbereiten. Aber nun gut. Das sollte doch möglich sein. Okay, wir spielen gegen Sid. Das ist komisch, dass wir gegen Sid spielen. Mit Sid im Team. Aber nun gut. So. Wir spielen hier ohne Torwart. Das wäre ja Sid im Tor. Ja, und das haben wir nicht gut verteidigt. Ah, das ist aber umso. Ah! Ich würde sagen, umso besser. Und dann kommt das Gegentor. Ja, das war keine gute Leistung. Okay. Ja, erstmal hochhalten. So, und sehr schön. Auf Phelps. Oh, und der macht ihn nicht. Ja. Na, oh, und der Pfosten. So, das aber. Das ist jetzt aber das Tor. Meine Güte. Wie häufig haben wir jetzt das Tor nicht getroffen? Da war es jetzt frei, da musste der Ball rein. Bobby Pillay macht das Tor. So. Ja, ich bekomme den nicht. Ja, vielleicht mit einer Flanke. Das war eine gute Idee, aber die Umsetzung war jetzt nicht die beste. Oh, was? Rotzt die mich da einfach um? Aber egal. Oh, was? Wie kann ich den denn verhauen? Wie konnte ich den denn verhauen? Ja, ich merke einen großen Unterschied zu FIFA Street 2012. Hier verschieße ich viel häufiger. Oh Gott. Oder war das damals auch so schlimm? Ich weiß nicht. Das werden wir ja sehen, wenn dann FIFA Street 12 auf diesen Kanal kommt. Okay. Ich werde auch dann versuchen, so viel wie möglich zu holen. Ja, leider kann ich dort nicht mehr so leicht cheaten. Denn man konnte damals die Gold. Also, da gab es halt nur drei Schwierigkeitsgrade. Nämlich Bronze, Silber und Gold. Und Bronze, Silber und Gold. Ne? Kennt schon. Wolle Petri und so. Wo war ich? Ja, da gab es halt nur Bronze, Silber und Gold. Ja, haben wir jetzt das Gegentor verdient gehabt von Nono. Und da war es dann der Fall, dass man die Goldsachen auch einfach online spielen konnte. Das heißt, man hat einfach einen schlechten Gegner bekommen und hat trotzdem dann mit Leichtigkeit die Goldmedaille gewonnen. Aber das kann man auch nicht, kann man auch, glaube ich, nur bei den Turnieren machen. Ich weiß nicht mehr, wie es da ablief. Jedenfalls, sehr schön. Sind die Server ja offline. Von daher sollte das jetzt eigentlich nicht mehr funktionieren. So, mit der Pike einfach reingeschossen. Und dann verteidige ich das so lächerlich.
So, Matchball für unsere Gegner. So, ich spiele ihn nochmal da hoch. Oh, du solltest ihn nicht bekommen. Oh, und Sid war da! Sid war da und haut ihn sich selbst rein. Sid war da, sehen wir das noch einmal. Und dann haut sie ihn sich da selbst rein. Bitter. Yo, hast du das gesehen? Check den Clip. Naja. Dann wissen wir wenigstens, was wir im nächsten Spiel besser machen müssen. Wenigstens etwas. Aber nun gut. Eine 3-5-Niederlage ist bitter. Gut. Und ich habe auch gesehen, dass standardgemäß schon ein paar Spieler im Team sind. Nur es sind halt nicht die Spieler, die hier im Story-Modus sind. Finde ich ein bisschen komisch, aber nun gut. Und hier kannst du ja sowieso nicht das Team managen. Ja, schmeiß dich da gegen den Zaun. Du Held. Hast du super gemacht, das Tor. Und dann wirft er sich da wie ein Verrückter gegen den Zaun. Also würde ich das machen, würde der Zaun zusammenbrechen bestimmt. Aha, nein. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann machen wir da 2-0. Und machen den Bogenschützen. Ja. Tricks bringen dir nichts, wenn du die Spiele nicht gewinnst. Ja, denken sich die Gegner auch und hauen hier mir erstmal mit Young einen Gegentreffer rein. Oh Gott! Gott, 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 das war ein böser Fehler. Oh. Wo hab ich den denn hingehauen? Ja, und da hauen wir jetzt alle irgendwie auf das Tor, oder wie? Ha, schade. Ja, oh, da lege ich mich hin, aber egal. Nein, ich vermassel es. Aua. Oh, was machen wir hier? Einfach den Ball raushauen. Ich möchte das Spiel nicht wieder verlieren. Oh Gott. Da muss aber einer noch Zielwasser trinken. Sehr schön. Und Schere, Stein, Papier spielen. Ich hab gewonnen. Ich werd verrückt. Ah. Solche Torjubel braucht man auch im normalen FIFA. Das ist im normalen FIFA-Modus. Wir haben einen Standard-Jubel im Pro-Clubs. Was ich ja auch noch immer noch aktiv spiele. Also wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt. Zum Aufnahmezeitpunkt definitiv. Sagen wir es mal so. So. Legen wir einfach nochmal ab, dann dann bekommen wir bestimmt diese schöne Hose. Ja, Sid mit dem zweiten Treffer. Glaube ich, dass es der zweite Treffer ist. Oh, ah, Mann, da hatte ich es doch gerade verteidigt. Und dann haue ich da so einen Bock raus. Und dann renne ich mit Sid erstmal in den Gegner hinein. Ja. Oh, was eine Vorlage. Sehr schön. Damit hat niemand gerechnet.
So, dann haben wir auch dieses Spiel gewonnen. Fühlt sich gut an. 5-2 gewonnen. Das war eine gute Leistung. Und wir sind der Spieler des Tages. Mit dieser Vorlage. Und natürlich dem anschließenden Schere-Stein-Papier-Duell. Welches ich ja natürlich auch gewonnen habe. Sehr schön. Gut. So, das heißt im letzten Spiel einfach eine Vorlage machen und das Spiel gewinnen. Da haben wir schon zwei Hosen freigeschaltet aus dem Volta-Drop. Gespielt. Ja, jetzt sieht die Welt endlich, was wir können. Okay, hör zu, im nächsten Spiel müssen wir nochmal... Oh, Wahnsinn! Yeah. Sick skills! Hey, schon klar. Mit coolen Clips wird man berühmt. Aber zur WM bringt ihr uns ganz sicher nicht. Uns. Dieses Team schon. Also los! Hey, film mich einfach weiter. Damit habe ich kein Problem. Ja, mal sehen. Wie filmt sie eigentlich, während sie spielt? Hat sie so eine Bodycam dabei oder wie? So, mal sehen. Können wir 2 von 3 Spiele gewinnen oder gewinnen wir nur 1 von 3? Hoffentlich, zwei von drei. 3 von 2, ja. Ich würde auch gerne mal 3 von 2 Spielen gewinnen. Das würde ich gerne mal sehen. Oh Gott. Den hat Sid verbockt. Oh, und da ist der Gegentreffer drin. Ruby mit dem 1-0. So, zeig mal deine Tricks, Jay-Zino. Ja, Bobby leicht mit der Hand dort. Handspiel gibt's hier nicht. Oh. Oh, was? Wohin schieße ich denn? Ich weiß es nicht. Ja, Jay-Zino wirft sich da rein in jeden Schuss. Oh, und dann machen sie ja 2-0. Dann machen sie da 2-0. Oh, und das 3-0 auch noch. Nee, da sind wir da. Ja, Sid macht das Tor sehr schön. 1-2. Okay. Ich dachte schon. Ganz unspektakulär das Tor gemacht, aber mein Gott, tolles Tor. Ja, und dann steht es auch wieder 1-3. Das wird die zweite Niederlage von 3 Spielen. Ja, Schiri, genau. Na, falscher Spieler. Jay-Zino sollte ihn dann nicht bekommen. Der sollte da genau mitten in die Menge rein. Ah, oh, sehr schön. Vorlage. Und da haben wir dann die erste Hose freigeschaltet. Ja. Oh. Jay-Zino hält sich da das Bein. Und er ist verletzt. Okay, das ist nicht gut. Aber... Dann läuft er aus, ist kein Problem. Das sollte kein Problem sein. Ah, Bobby, hau den weg.
Ja, Tresen kann er noch. Siehst du? Geht locker, der macht sogar noch ein Tor und springt rum. Siehst du, der ist gar nicht verletzt. Der macht das locker noch mit. Der springt nur, als wäre er ganz jung. Oh, ja. Aber am Anschlusspunkt sieht es dann halt wieder nicht demnach aus. Es ist, haben wir ja gesehen, ne? Ist einer der Ikonen im Volta. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Der steckt das easy weg. Okay, 3:5. Haben das Spiel doch verloren. Mist. Schade. Schade, schade. Aber gut. Ah, Mann. Ist bitter. Ja, wuhu. Parkplatz, Champions. Sind nicht wir. Ja, wuhu. Das ist so. Egal, ich hab diese tolle Hose. Die Kompressionshose. Sie sieht ja wirklich toll aus. Nun gut, fahren wir mal weiter. Machen wir hier weiter. Gehört. Jay, was ist los? Nimm die Kamera weg, Sid. Eventuell das Kreuzband. Nein, ist alles gut. Ja. Das wird nichts mehr. Jay, du brauchst einen Arzt. Kreuzbandriss heißt für ihn das Aus für die Weltmeisterschaft. Und das bedeutet auch das Aus für unsere Weltmeisterschaft. Ja, hoffen wir es einfach mal nicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von FIFA. Volta Football Story Modus. Bis dann noch rein und tschüss.